Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Gerd Brack, ich bin Landessprecher der Wiener Grünen und ich möchte Sie und euch herzlich willkommen heißen zu einer Veranstaltung, die unter dem Titel Kriminalisierung der Zivilgesellschaft steht. Nach der Reform ist vor der Reform quasi. 278a Reform, die das Parlament noch verabschiedet hat, am Ende dieser Legislaturperiode. In dieser Legislaturperiode auch hinter uns gebrachter Prozess zum 278a jedenfalls, nicht zu dem gesamten Tierschutz-Tierrechtsprozess, wie er genannt wird. Wir haben hier, so finde ich auf jeden Fall, eine sehr interessante Runde zusammengebracht, die diese Fragen diskutieren wird. Zum einen Martin Balluch, Obmann des VGD und ehemaliger Angeklagter in diesem Prozess, den ich schon benannt habe. Zum anderen Peter Felten, Vorständin des Instituts für Strafrecht in Linz. Philipp Bischoff, Anwalt unter anderem in diesem Prozess auch immer noch und unter anderem auch Anwalt in einem dieser Prozesse 278a, dem Operation Spring Prozess und nicht zuletzt Albert Steinhauser, Nationalratsabgeordneter und sehr intensiv beschäftigt als Justizsprecher mit der 278a Reform. Durch den Abend führen wird Nicola Furtenbach, der ich jetzt übergebe. Ich wünsche eine spannende Diskussion. Es ist ja inzwischen allgemein bekannt, dass Paragraph 278a und die entsprechenden Normen drumherum eine Karriere als Strafvorschriften zur Disziplinierung von Bürgerinnen und Bürgerbewegungen haben, dass jetzt die Nötigung hinzutritt, ist für Österreich relativ neu. In Deutschland, wo ich ursprünglich herkomme, kennen wir das seit langem. Da die Geschichte zu 278a weitgehend bekannt ist und immer noch relevant ist, was hoffentlich auch bekannt ist für die Leute, die die Uni-Brennt-Bewegung gemacht haben, war es ursprünglich mal so für die Votivkirchen. Flüchtlinge scheint es jetzt wieder so zu sein. Aber weil sie ansonsten im Wesentlichen schon durchgekaut ist, will ich mich sozusagen der Fortsetzung der Geschichte ein bisschen widmen. Und das ist der Versuch zu beurteilen und so ein bisschen zu analysieren, dem, was jetzt droht, nämlich einer Verurteilung der Tierschützerinnen wegen Nötigung. Dazu muss man eines wissen, die Nötigung, der Paragraph 105 StGB ist sozusagen eine Art Allzweckwaffe, weil es ein Gesetz fast völlig ohne Aussagekraft ist. Und damit ist es sozusagen ein Gesetz, das sich gut eignet, Strafen zu verteilen nach dem Leitgesichtspunkt der politischen Opportunität. Das heißt, am Anfang steht der Bestrafungswunsch, am Ende steht hoffentlich nicht, aber möglicherweise die Bestrafung. Das hängt mehr von der Tätigkeit der Öffentlichkeit ab als von juristischen Dingen, würde ich mal sagen. Paragraph 105 selbst ist in diesem Konflikt quasi ein willenloses Werkzeug, weil es einen Maßstab hat, der so ungefähr bei Null sich bewegt. Ich komme trotzdem dazu, dass es hier keine Nötigung war, aber man muss ein paar Umwege laufen. Ich erkläre es gleich. Als eine Vorschrift, die sozusagen eingesetzt wird gegen Bürgerrechtsbewegungsmenschen, ist es vor allen Dingen in Deutschland bekannt geworden. Dort ist es ursprünglich im Fällen von Streiks eingesetzt worden, weil man gesagt hat, Streiks sind Nötigungen. Dann
bei Demonstrationen, bei sogenannten Sitzblockaden, ist vielleicht bekannt. Und auch dort ist genau das passiert, was nachher das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen dazu gezwungen hat, die Notbremse zu ziehen, was ich hier vermute. Es wurde sehr selektiv ein und dasselbe abstrakt betrachtet, ein und dasselbe Verhalten beurteilt. Also bei Demonstrationen, bei Friedensdemonstrationen waren Sitzblockaden, wurden verfolgt, und zwar sehr akribisch als Nötigungen. Ich war damals selbst in der Friedensbewegung aktiv, habe das also deutlich gespürt. Wir haben auch immer überlegt, wie wir da jetzt drum rumkommen und wie wir die Rechtsprechung umgehen. Dann gab es bekanntermaßen die Demonstrationen oder die Blockade des Brenner, die teilweise auch von Deutschland aus vorbereitet worden sind. Da wurde überhaupt nichts unternommen. Da hat sogar Franz Josef Strauß damals zu aufgerufen, nach meiner Erinnerung. Es passierte nichts. Es wurde das Ruhrgebiet von Kumpels vollkommen blockiert. Da waren alle Tätigkeiten der Friedensdemonstration wirklich ein Witz dagegen. Auch dort passierte strafrechtlich nichts. Und diese Selektivität ist so ein bisschen das Problem. Aber jetzt zum vorliegenden Fall. Kurz den Sachverhalt, der den Tierschützerinnen vorgeworfen wird. Geht um die Forderung an Bekleidungsgeschäfte auf Pelztierverkäufe zu verzichten. Andernfalls wird gedroht mit Permanentdemonstration. Strafbar soll also hier nicht die Demonstration als solche sein, sondern strafbar ist diese Aufforderung, verkauft nicht die Kleider, verkauft nicht die Pelze, sonst werden wir Demonstrationen organisieren. Wie kann das nun eine Nötigung sein? Ganz verkürzt den Tatbestand dargestellt, wer einen anderen mit der Drohung, ihn am Vermögen zu verletzen, zu einem Handeln oder Unterlassen nötigt, ist strafbar. Das ist grundsätzlich das. Es sei denn, die Drohung ist zu dem angestrebten Zweck, widerstreitet nicht den guten Sitten. Warum ist das nun so eine Allzweckwaffe? Erstens im ersten Teil, der erste Teil, was der an Verhaltensweisen beschreibt, das ist, wie sich ein Strafrechtler, ein Klassiker unter den Strafrechtlern ausdrückte, die Zahl dieser Fälle sind Legion. Also dieser erste Teil sagt schon mal gar nichts über die Strafbarkeit. Das ist im Sozialleben ganz normales Verhalten. Der zweite Teil ist deswegen Allzweckwaffe, weil das Gesetz nichts darüber aussagt, was gute Sitten sind. Nun hatte das Landesgericht ja ursprünglich gesagt, das Ganze ist keine Nötigung. Zwar bedrohten die Angeklagten die Geschäftsinhaber mit Vermögensverletzung, weil ihnen ja Umsatzeinbußen drohten, sofern diese Demonstrationen durchgeführt würden. Aber die seien verkürzt gesagt nicht sinnwidrig, dass der Tierschutz sei ein so wichtiges Interesse. Das Mittel sei die Wahrnehmung von Demonstrationsrechten und insofern käme eine Sittenwidrigkeit kurz gesprochen gar nicht in Betracht. Das Oberlandesgericht nun sieht die Sache mit der Sittenwidrigkeit ganz anders. Den ersten Teil übernimmt es naturgemäß und hatte das Landesgericht noch gesagt, Demos sind deswegen ein legitimes Mittel, weil sie vom Versammlungsgesetzrecht gedeckt sind. So hat das Oberlandesgericht gesagt, obwohl Demonstrationen erlaubt sind, das ist so eine Prämisse, obwohl diese erlaubt sind, können sie sittenwidrige Drohungen sein. Ist das wirklich so? Sagt das die Nötigung? Darf man etwas nicht androhen, obwohl man es realisieren darf? Also man darf demonstrieren, aber nicht damit drohen. Kann das sein? Sie werden überrascht sein. Ja, das kann durchaus sein. Beispiel dafür, ich kann es nur ganz verkürzt sagen, sind Strafanzeigen als Reaktion auf einen Ladendiebstahl. Eine solche Strafanzeige ist durchaus legal. Es darf allerdings der Privatdetektiv mit einer, wenn er jemanden festgehalten hat, nicht mit einer Anzeige drohen, aber nicht dieses Verknüpfen mit der Forderung,
Wenn du nicht mit mir schläfst, dann erstatte ich Strafanzeige. Dieses ist eine Nötigung. Was er allerdings darf, einhellig wird das gesagt, er darf damit drohen, um etwa die Sache zurückzuerhalten oder sogar die legitimen Vorhaltekosten. Das ist also sozusagen primär diese Prämisse des OEG, stimmt schon. Obwohl Demonstrationen legal sind, kann man durchaus damit drohen. Was auffällt an der zweiten Argumentation, ist, es erfolgt eine Umdefinition von Zweck und Mittel. Das heißt, hier verschieben sich jetzt ganz deutlich die Akzente. Hatte das Landesgericht noch gesagt, Mittel sind die Demonstrationen, sagt jetzt das Oberlandesgericht, Mittel sind die Absatzeinbußen, also der Vermögensverlust. Sagte das Landesgericht, Zweck ist der Tierschutz, sagt jetzt das Oberlandesgericht, nein, Zweck ist es zu erzwingen, dass der Pelzverkauf unterlassen wird. Diese Relationen sind natürlich schon anders, wenn man diese Güter gegenüberstellt, macht sich ein Unterschied. Aber viel entscheidender ist, dass das Oberlandesgericht dann hingeht und noch einen Dreh macht. Das ist sozusagen nur for show, dass es da jetzt andere Sachen gegenüberstellt. In Wirklichkeit wägt es aber nicht gegeneinander ab, ökonomische Interessen und das Verzicht auf den Verkauf von Pelzen, sondern es macht es sich ganz einfach. Also es fragt nicht bei der Sittenwidrigkeit, was ist wichtiger. Es fragt auch nicht, was wiegt schwerer. Es fragt auch nicht, was denkt die Bevölkerung zu dieser Relation, also wie würde die Bevölkerung das einschätzen, sondern es sagt stattdessen ganz einfach, es ist immer dann sittenwidrig, wenn kein Rechtsanspruch darauf besteht. Was heißt jetzt kein Rechtsanspruch? Wenn man so fragt, dann wenn man das sich so anhört, fragt man ja, wie kommt das ins Gesetz? Im Gesetz steht ja drin, Sittenwidrigkeit, Verhältnis, Zweck, Mittel. Was hat das mit Rechtsanspruch zu tun? Juristinnen und Juristen wissen, wie sie drauf kommen. Es steht in den Materialien, wir sagen, also im Gesetzgebungsverfahren, war dieser Satz als Interpretation der Sittenwidrigkeit sozusagen nahegelegt. Und daran fühlen sich Juristinnen und Juristen immer gebunden. Nun spielte das ja bereits vorher schon mal eine Rolle, nämlich als es um Streiks ging. Und ein Kollege von mir aus Linz, Zivilrechtler, mittlerweile emeritiert und leider auch schon gestorben, sagte damals im Gesetzgebungsverfahren, ihr müsst diesen Satz streichen. Wenn der als Interpretation der Nötigung so drin bleibt, dann ist diese ganze Vorschrift sinnlos. Dann hat sie keinen Inhalt. Es ist leider drin geblieben und deswegen, das ist der Grund dafür, warum wir jetzt mit dieser merkwürdigen Wendung konfrontiert werden. Was wichtig ist, wenn man solche Gesetze vor sich hat oder solche Vorschriften, man muss immer der Rechtsprechung eines vorhalten und das würde ich hier am liebsten auch tun, nämlich zu sagen, was passiert, wenn ihr das, was ihr in diesem einen Fall als Grundsätze anwendet, verallgemeinert. Welches Verhalten ist dann überhaupt noch strafbar? Und dann kann man sagen, sozusagen die gesamte Politik wäre strafbar und auch das Großteil unseres Soziallebens wäre strafbar. Beispiel, Arzt verweigert Behandlung, falls der Patient sich nicht die Zähne putzt. Dieser Patient hat aber nun schon Kosten aufgewendet, um zu dem Arzt zu fahren. Und der Arzt sagt, entweder Sie putzen die Zähne oder ich mache keine Zahnbehandlung. Dann hat er einen Vermögensschaden, wenn er jetzt sich nicht die Zähne putzt. Aber der Arzt hat vielleicht gar keinen Anspruch, das wäre zivilrechtlich schwer zu beurteilen, aber jedenfalls keinen durchsetzbaren Anspruch darauf, dass er sich die Zähne putzt. Ist das deswegen Nötigung? Stiftung Warentest, weiteres Beispiel, stellt fest, dass Mängel an einem Produkt bestehen. Droht nun mit Publikation dieser Mängel, sagt aber freundlicherweise demjenigen, der dieses Produkt vertreibt, du hast entweder die Möglichkeit, du hast eine weitere Möglichkeit, du kannst die Mängel beseitigen und die mangelhaften Produkte aus dem Geschäft nehmen. Ist das eine Nötigung? Ja, wenn
wenn das stimmt, was das Oberlandesgericht gesagt hat, hat sich Stiftung Warentest hier strafbar gemacht, denn sie haben keinen Rechtsanspruch auf das darauf, dass diese Produkte aus dem Regal genommen werden. Bei Politikern kann man es endlos fortsetzen. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen plastisch, weil man, glaube ich, gucken muss, das sind diese Fälle dann Legion, eine Wählergruppe oder Wählerinnengruppe, geht hin, sagt, im Grundsatz wollen wir dich wählen. Wir stimmen nicht für dich, wenn du nicht endlich diese ausländerfeindlichen Parolen aus dem Programm nimmst. Legitimes und auch normales Vorgehen von Bürgerinnen und Bürgern. Nun hat der Mensch einen Sitz im Nationalrat und droht, den zu verlieren. Es drohen ihm also ungeheure Vermögensschäden, wenn diese Drohung wahrgemacht wird. Und deswegen nimmt er das aus dem Programm. Ist er jetzt genötigt worden? Folgen wir der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts, dann ist er genötigt worden. Und so kann man das fortsetzen. Soweit zur Begründung der beiden Gerichte. Ich führe noch mal ganz kurz abschließend, wenn ich noch darf, oder es knapp. Die Moderatorin entscheidet das. Geht's noch? Also es sind nicht mehr als ein paar Minütchen, was auch sonst mit der Nötigung nicht stimmt. Also schon, wenn man sich den ersten Teil anguckt, den ersten Tatbestandsteil, da heißt es, es muss jemand drohen mit einer Verletzung am Vermögen. Verletzung am Vermögen, wenn Sie sonst strafrechtliche Interpretationen angucken, heißt Verletzung am Vermögen immer eine Einbuße an vorhandenem Vermögen, Verluste von Rechten oder Gütern. Nun gibt es aber hier überhaupt keinen Verlust an Gütern, sondern was er verliert, sind Absatzchancen. Es wird in Zukunft nicht bei ihm eingekauft. Und Sie können das in jeder Kommentierung zum Betrug, zur Untreue lesen. Der Verlust von Optionen ist kein Vermögensschaden. Hier aber wohl. Das ist der erste Punkt. Der Verlust einer Gewinnaussicht ist kein Eingriff aufs Vermögen. Das zweite ist, wer guckt man auf die Käuferinnen und Käufer? Die drohen ja nur mit einem Unterlassen. Das heißt, die drohen nicht, ihm was anzutun, sondern die drohen sozusagen, wir kaufen nicht. Und ein solches, das auch da besteht Einigkeit in der strafrechtlichen Literatur, ein solches Unterlassen ist nur dann eine wirkliche Drohung, wenn eine Handlungspflicht besteht. Das würde aber bedeuten, wir hätten Kontrahierungszwang. Ja, unsere Rechtsordnung mit Kontrahierungszwang, also eine Privatrechtsordnung, bei der die Käufer nicht frei entscheiden können, bei dem also Angebot und Nachfrage nicht regieren, das wäre das Gegenteil unserer Privatrechtsordnung, wie wir sie haben, vielleicht ganz nett, aber nicht Realität und auch nicht de jure vorhanden. Und damit wäre, wenn die Käuferinnen und Käufer das tun, ist auf keinen Fall strafbar. Was das Gericht jetzt macht, sozusagen in dem Moment, wo es Anstiftung von Käuferinnen und Käufern und dann noch mit bloßen Argumenten ist, dann soll der Anstifter schneller haften als die Käuferinnen und Käufer, denn niemand würde diese unter Strafe stellen. Ich komme noch mal kurz zur Sittenwidrigkeit abschließend. Ich hatte sozusagen zerrissen, was das Oberlandesgericht gemacht hat, aber man muss natürlich dann überlegen, ist es nicht vielleicht, wenn man es vernünftig interpretiert, diese Sittenwidrigkeit, ist es dann vielleicht nicht so, dass es strafbar wäre. Wenn Sie in der Literatur wälzen und sich so ein bisschen angucken, haben die ganz vernünftige Kriterien gefunden. Und dieses Kriterium nennen Sie die sogenannte Konnexität oder Inkonnexität der Forderung. Das bedeutet, wenn mir ein Recht eingeräumt ist und ich darf etwas machen, dann ist die Forderung konnex, wenn ich sozusagen dem anderen die Möglichkeit einräume, mir das vorher mit, ohne dass er es für ihn sehr teuer wird, zu erfüllen. Also ich drohe jemanden mit Strafanzeige, wenn er nicht mir die Sache zurückgibt, das ist konnex. Inkonnex ist es dagegen, wenn ich drohe, um jetzt ein Zusatzgeld zu bekommen. Und wenn man es hier anguckt, ist es sehr konnex,
denn die Demonstration und das Demonstrationsrecht ist eingeräumt, damit man argumentativ auf Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern Einfluss nimmt. Und das bedeutet hier, wenn man das tut und erfolgreich tut, Einfluss nehmen, dann kaufen die nicht mehr. Und deswegen ist es mein Recht zu verhindern mit einer Demonstration, dass die Leute Pelze kaufen. Also ist es auch mein Recht zu sagen, dann verzichte doch vorher auf den Pelztierverkauf. Das leitet sich sozusagen daraus ab. Wir sehen ein großes Problem für insbesondere politische Aktivitäten besteht darin, dass diese Vorschrift unbestimmt ist. Das heißt, Richterinnen und Richter sind nicht genötigt, nach dem Gleichheitssatz zu verfahren. Diese Vorschrift ist in dem Sinne grob unbestimmt. Das heißt, sie verstößt gegen Grundsätze sowohl unseres Rechtsstaats als auch unserer Demokratie. Ich skizziere das kurz. Der eine Grundsatz ist, es muss vorhersehbar sein. Es muss vorher erkennbar sein, wann ein Verhalten strafbar ist. Und es muss so vorhersehbar sein, dass ich nicht auf viele Freiheiten verzichten muss. Ich meine, ich kann jetzt sein lassen, überhaupt zu demonstrieren oder überhaupt im politischen Kontext Forderungen zu stellen, aber das hilft mir wenig. Ich habe ja eigentlich diese Freiheiten. Und diese Vorhersehbarkeit ist nicht mehr gewährleistet. Und dann hat eine weitere, zweite rechtsstaatliche, ganz gravierende Funktion ist die Distanz vom Einzelfall. Das heißt, Richterinnen und Richter sollen entscheiden, unabhängig davon, ob sie Täterinnen und Täter mögen, ob sie dieselbe Weltanschauung wie die haben. Sie sollen abstrakt nach dem Geschehen und vor allen Dingen gleich entscheiden. Man sieht eine Vorschrift, die so gestaltet ist, wie diese Nötigung gewährleistet, das überhaupt nicht. Letzter Grundsatz, Demokratieprinzip. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger den Anspruch, dass über das, was wirklich strafwürdig ist und strafbar ist, die Politikerinnen und Politiker nach einer offenen und kontroversen Diskussion entscheiden. Und dass nicht Richterinnen und Richter nach ihrer privaten Weltanschauung darüber entscheiden. Deswegen sind Vorschriften, die sozusagen den Richtern so viel Spiel lassen, undemokratisch und aus diesem Grunde unbestimmt. Es wäre also schön, wenn der Verfassungsgerichtshof das auch so sehen würde und sagen würde, diese Vorschrift ist im Grunde für die Katz und zu streichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.